Moin! Zwei Gründe, warum auch du eine ganz großartige Seelenaufgabe hast und genau richtig bist dafür. Ja, welche das sind und noch viel mehr, das verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, meine Seele, Soul Channel der neuen Zeit. Wie schön, dass du da bist, okay? Los geht's. Ja, du befindest dich gerade an einem Wendepunkt in deinem Leben und genauso wie wir erlebst du die größte Transformation der Geschichte. Von der alten Zeit in die neue Zeit. Wir sind in ein neues Zeitalter gestartet, wo einfach nichts mehr ist, wie es ist, beziehungsweise alles neu und anders ist, wo einiges, was früher funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Und du steckst mittendrin und du merkst es ja. Es wird uns gerade eine ganz neue Plattform erschaffen. Wir dürfen uns jetzt selbst verwirklichen, aus uns herausleben und mehr auf unsere Intuition hören und nicht mehr immer auf unseren Verstand. Es ist ja mega, was da gerade passiert. Es ist, wie gesagt, ja, die größte Transformation der Geschichte. Es ist ein Mega-Wandel und wir dürfen jetzt uns eine Zukunft erschaffen, eine Zukunft, die wir so noch nie erschaffen und gelebt haben. Wir dürfen uns eine ganz neue Welt erschaffen. Und du fragst dich berechtigterweise, Annette, bin ich vielleicht auch dabei? Habe ich damit vielleicht auch etwas zu tun? Habe ich eine ganz besondere Mission vielleicht oder auch eine Gabe? Oder was ist es denn, was ich jetzt hier machen soll? Ich möchte doch gerne auch dabei sein und mitwirken und mithelfen. Und kann ich das denn überhaupt, wenn das vielleicht so ganz groß ist, meine Seelenaufgabe, bin ich dem überhaupt gewachsen? All diese ganzen Fragen sind mega, mega spannend und als allererstes möchte ich dir gratulieren, weil du hast das Calling deiner Seele erhalten. High five! Denn sonst würdest du dir dieses Video auch nicht anschauen, weil du etwas gespürt hast, du bist in Resonanz gegangen und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn es deine Zeit ist, jetzt hier etwas zu bewirken. Und ich möchte dir den ersten Grund nennen, warum auch du eine ganz großartige Seelenaufgabe hast, denn deine Seele ist ja nicht einfach so inkarniert. Du bist nicht einfach so in diese Welt geboren worden und auch zu dieser Zeit. Denn als deine Seele sich entschieden hat zu inkarnieren, hat sie es genauestens geplant. Dafür hat sie euren Seelenplan kreiert, denn du bist ja sozusagen deine Seele, aber eben in menschlicher Form. Und ihr beiden, wenn ihr euch zusammentun, seid ihr einfach ein Mega-Team. Was ja jetzt auch in der neuen Zeit immer mehr gefordert wird, dass du eins wirst mit deiner Seele, um mehr aus dir herauszuleben und mehr deiner Intuition zu folgen und vor allen Dingen zu gucken, was ist denn meine Aufgabe hier auf dieser Welt? Wo darf ich mitgestalten? Was darf ich geben? Weil du hast eine Gabe, womit du etwas geben sollst. Wir haben, als wir geboren wurden, so ein bisschen dann, da waren wir noch in der Anbindung und dann haben wir die so ein bisschen verloren aufgrund der Gesellschaft, wo wir reingewachsen sind, reingeboren sind, was wir alles so erlebt haben, wer uns erzogen hat und welche Glaubenssätze wir uns angeeignet haben und. Du kennst das Ganze. Haben wir uns eigentlich immer mehr von unserer eigenen Wahrheit entfernt, immer mehr eben auch von unserer Seele, aber die ist da und wir haben die leider irgendwie immer weniger verstanden, weil die Seele redet ja die ganze Zeit mit dir, mit jedem. Aber es ist manchmal nicht so einfach, sie zu verstehen, warum wir jetzt hier etwas machen sollen. Auch wenn du dir mal überlegst, sie hat alles genauestens geplant. Also in welche Familie du geboren wirst, was du dort erlebst, wie du erzogen bist, wie du aufwächst, mit wem oder was du zu tun hast, wer wichtig wird in deinem Leben, wer weniger wichtig wird, was du erlebst, ob positiv oder negativ. Auch die schönsten Dinge, aber auch die schrecklichsten Dinge in deinem Leben, das hatte alles einen Sinn. Das war die Vorbereitung auf deine Seelenaufgabe. Jetzt sagst du vielleicht, Annette, naja, also ganz ehrlich, das eine oder andere, da hätte ich gerne drauf verzichtet. Aus menschlicher Sicht total verständlich, aber aus der Sicht deiner Seele macht es total Sinn. Und das wirst du merken, wenn du weißt, was deine Seelenaufgabe ist, weil dann wirst du sehen, wie jedes einzelne Puzzleteilchen ein richtig wunderschönes, großes Bild erschafft. Und ja, ein Bild zeigt aus einer Kombination, aus den Dingen, die du magst, weil du hast ja auch schon in deiner Kindheit, hast du ja auch schon dein Potenzial sozusagen, mit dem du auf die Welt gekommen bist, an dem konntest du ja feilen, da konntest du ja für dich schon mal sehen, was mag ich gar nicht oder was mag ich total, wo setze ich mich für ein oder wo bin ich dagegen. Und das Spannende ist ja, dass viele Dinge, die wir vielleicht als in unserer Kindheit als negativ empfunden haben, zum Beispiel
sind die größten Redner auf dieser Welt, haben schon immer viel geredet als Kinder. Die haben schon immer viel gesabbelt, wo die Erwachsenen genervt waren und gesagt, Gott, was redest du? Ja, das sind die größten Sprecher auf dieser Welt. Oder zum Beispiel bei mir. Ich habe so viel gefragt. Ich habe immer wieder, aber warum ist denn das so? Warum ist das denn so? Und wollte immer tiefer rein und immer tiefer. Habe ich mein Umfeld genervt? Natürlich, total. Annette, was fragst du denn so viel? Du musst dich doch auch mal zufrieden geben. Nein, habe ich nicht, bis ich es hatte. Und das ist ja auch das, was einen größten Teil meiner Seelenaufgabe ausmacht. Dass ich eben frage, dass ich hartnäckig bin, dass ich nicht aufhöre, bis wir genau das herausgefunden haben. Und wenn du jetzt mal überlegst, was es bei dir ist, wirst du sicherlich, das eine oder andere wird jetzt hochkommen, wird dich jetzt inspirieren, wo du sagst, ah, okay. Und das Spannende ist, wir sind die besten Lehrer in dem, was wir erlebt haben. Und auch das, was wir erlebt haben, ist ja auch die größte Inspiration für uns, eben etwas zu ändern oder mehr davon zu erschaffen, wenn wir es für gut empfunden haben. Und das ist das Tolle mit den ganzen Dingen, die wir letztendlich erlebt haben. Unsere Vorbereitung auf unsere Seelenaufgabe, weil du hast dir ein Wissen angeeignet, eine Erfahrung. Du weißt ganz genau, was es bedeutet, das so zu empfinden oder das erlebt zu haben, um da der beste Lehrer letztendlich auch zu sein. Und das ist eben genauso wie bei mir, ist das genauso wie bei dir. Nun ist es nicht so einfach, herauszufinden, ja, was ist denn nun genau meine Seelenaufgabe, weil die sich, wie gesagt, aus vielen Puzzleteilchen zusammen ergibt und daraus ein ganzes Bild. Vielleicht sagst du auch, Annette, ich meine, wenn meine Seele schon alles weiß, kann sie mir mal sagen, warum ich jetzt hier bin. Klar, erzählt sie dir auch schon die ganze Zeit, aber du kannst sie noch nicht verstehen. Und das hat eben auch damit zu tun, wie gesagt, wir sind auf diese Welt gekommen, waren wir noch eins mit ihr sozusagen, da haben wir sie noch verstanden. Nachher haben wir verlernt zu verstehen, was sie uns sagen will, über unsere Gefühle, über unsere Intuition. Weil würden wir uns da mehr öffnen und würden wir da mehr zuhören, würden wir natürlich auch viel mehr erfahren darüber, wo unser Weg letztendlich hingeht, weil sie führt uns ja die ganze Zeit. Aber meistens wissen wir es besser und denken, nö, das muss jetzt so. Oder wir hauen so eine Kraft da rein, so einen Druck und das muss jetzt und das muss jetzt so, anstatt loszulassen und locker und sagen, okay, ich empfange, weil das haben wir einfach viel zu sehr verlernt. Und ich weiß noch selbst, bei mir war es ja 2007, als ich mein Calling erhalten habe, wo ich ja noch in der Design- und Kommunikationsbranche war, ne? Hier Karriere und Druck und ich eines Nachts in meinem Loft saß, in meinem wunderschönen Loft in Hamburg, Roter Baum, und ich dachte so, kam nach Hause, mal wieder 16-Stunden-Tag, und auf einmal hatte ich diese Frage, die von meiner Seele kam, weiß ich heute, damals wusste ich das nicht, bist du eigentlich noch glücklich? Und die kam so tief aus mir heraus und auch die Antwort, nein, dass ich mich erstmal erschrocken hatte, weil ich dachte so, wow, ich dachte eigentlich, ich lebe hier ein ganz cooles Leben, aber das war mein Calling, etwas zu verändern. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich natürlich schon länger gespürt, dass mich einige Sachen nicht mehr, dass ich davon nicht mehr so überzeugt war oder das nicht mehr so gut fand. Aber gesellschaftlich gesehen war das total toll, was ich da mache. Und dementsprechend habe ich das natürlich auch so geglaubt, wollte es auch glauben, weil ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, was hätte ich jetzt großartig anders machen sollen. Ich meine, du bist erfolgreich, all diese Sachen, also was sollst du da jetzt großartig ändern? Aber du spürst das ja schon länger in dir, dass da noch irgendwie mehr ist, dass da noch etwas Größeres auf dich wartet, und das wird dir eben jetzt genauso gehen. So, und dann saß ich da nun, also wie gesagt, das war auch so, kam so tief aus mir heraus, dass selbst Verstand und Co. überhaupt nicht rebelliert hatten. Das war so, wow, okay, dem muss ich nachgehen, dem will ich auch nachgehen. Und die Sinnfrage kam natürlich immer mehr, ja, warum bin ich denn hier? Wartet da noch was anderes auf mich oder was ist es denn? Und ich konnte mir natürlich auch nicht sofort die Antwort geben, das ist ja ganz klar, ich meine damals 2007, also das war ja noch recht, also zumindest in meinem Umfeld ungewöhnlich, dass du halt so über die Dinge eben auch nachgedacht hast. Und weil du da halt einfach in so einer Blase drin warst, ne? Also ich habe mich natürlich auch, Gott ja, mein Umfeld waren alle in der gleichen Branche sozusagen, also da hat man nicht so viel in Frage gestellt, das war halt einfach so. Und das wirst du wahrscheinlich auch kennen. So, jetzt ist natürlich eine andere Zeit. Ich meine, wir haben jetzt 2024 und jetzt befinden wir uns gerade in dieser größten Transformation. Und da ist ja schon so viel passiert in dieser Zeit, wenn ich denke, wie groß geworden bin und was jetzt alles möglich ist, das war ja damals noch gar nicht. So, und als ich, wie gesagt, mein Calling erhalten habe und dann gesagt, okay, den will ich nachgehen, ich möchte wissen, warum bin ich hier, Sinnfrage gestellt, bin ich ja damals nach Kapstadt, um das herauszufinden. Und ich sag dir, ich hätte nie gedacht,
dass ich zurückkehre sozusagen aus Kapstadt und ein Channel bin. Das hätte ich nie gedacht, weil Spiritualität war für mich alles Hokuspokus damals, hätte ich nie gedacht. Aber das ist das Spannende. Und wenn ich mir heute anschaue, was meine Seelenaufgabe ausmacht, sind da all diese kleinen Puzzleteilchen drin, all das, was ich liebe, all das, wofür ich stehe, aber auch all die Dinge, wo ich sage, da war ich schon immer gegen. Wo ich immer gesagt habe, wenn man mir gesagt hat, ja nett, man muss das aber so machen, habe ich es nie verstanden. Wer ist denn man? Warum muss man denn das so machen? Jeder darf doch sein, wie er ist. Und das ist etwas, was auch zu meinem Potenzial gehört. Und was ich jetzt ausleben darf und was ich jetzt meinen Kunden mitgeben darf, weil wir ganz einzigartige, großartige Seelenaufgaben erschaffen. Und das ist so, so wunderschön. Das ist so was ganz Neues und anderes, wo du dich so aufgehoben fühlst und so richtig fühlst. Und da wären wir jetzt auch schon bei dem zweiten Grund. Weil du hast ja schon alles in dir. Deine Seele hat dich nicht nur vorbereitet mit diesen ganzen Dingen, die du erlebt hast, sondern sie hat dir auch ganz besondere Fähigkeiten mitgegeben. Die hat dich mit Fähigkeiten ausgestattet, die du nur so kannst, wie du sie nur kannst. Deine Essenz, deine Medizin, deine, wie du es auch immer nennen könntest, deine Spezialität, etwas, eine Gabe, etwas, was du hier geben sollst, was nur du so kannst, wie du es kannst. Und das Spannende ist, das ist eine Gabe, die dir so leicht fällt, wo du denkst, das kann nicht meine Seelenaufgabe sein, wo du Raum und Zeit vergisst. Das ist mega cool. Ich kann es dir wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen und das können dir auch meine Kunden bestätigen. Es ist einfach so grandios, wenn du auf wirklich einmal weißt, warum du hier bist und es stimmt alles. Du spürst es hier drin, es stimmt alles. Und das ist ja so, wir machen die Tür auf, das Tor auf zu deiner Seelenaufgabe und du denkst so, wow. Das bin ich, das kann ich und du wirst immer mehr merken, ja, das kann ich. Ich kann ja, ich habe ja die Fähigkeit, ich habe ja das Talent dafür. Und das ist das Tolle, du bist mit allem ausgestattet. Deine Seele hat alles für dich vorbereitet, damit du hier deine großartige Seelenaufgabe leben kannst, damit du mitgestalten kannst, unsere Zukunft, weil du bist ganz, ganz wichtig und wertvoll für diese Welt. Und das haben wir leider in unserer alten Zeit, in unserer alten Gesellschaft sozusagen viel zu wenig gelebt. Da wurde eher so klein gehalten, nee, und nicht mal nicht so wichtig und all diese ganzen Sachen. Und jetzt dürfen wir erleben, wie wichtig wir sind. Und egal, ob deine Seelenaufgabe groß ist oder ob sie klein ist, es ist völlig wurscht. Du hast immer einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zu leisten. Es ist egal, ob du Millionen Leben transformierst, oder in kleineren Bereichen transformierst, das ist völlig wurscht. Jede einzelne Seelenaufgabe hat hier eine ganz großartige Mission und du hast, wie gesagt, eine ganz besondere Gabe, etwas zu geben und darum bist du ganz, ganz wichtig für diese Welt und weil eben deine Seele inkarniert ist, genau auch zu dieser Zeit, zu dieser Welt, um diese Transformation mitzumachen. Und wenn du wie ich eine etwas ältere Generation bist, die alte Zeit miterlebt hast, ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt hier sind. Wir kennen die alte Zeit. Und du weißt es doch selbst, etwas Neues in dein Leben zu lassen oder etwas Neues zu empfangen, bedeutet auch etwas Altes zu verabschieden. Und ich meine, wer kann es besser als wir, die letztendlich die Einschränkungen erlebt haben, die wissen, was es bedeutet, limitiert zu sein oder limitierende Glaubenssätze zu haben. Ist nicht ganz einfach immer, ich weiß, aber du weißt auch selbst, was das für eine Befreiung ist, wenn wir das eben machen können und was wir für Lehrmeister auch sein können, gerade wir aus der etwas älteren Generation, sage ich mal, weil wir ja wissen, ne, boah, wie klein gehalten haben wir gelebt und wie groß dürfen wir jetzt sein? Klar müssen wir uns das erlauben, logisch, komme ich auch nochmal drauf zurück, aber wichtig ist, dass wir uns jetzt klar machen, dass jeder Einzelne, du und ich, dass wir hier eine ganz großartige Seelenaufgabe haben und dass jeder von uns ganz, ganz richtig dafür ist und ganz, ganz wichtig und wertvoll. Und jetzt würde ich gerne noch eine kleine Meditation mit dir machen, wo du für dich schon mal spüren kannst, wow, ja, ich habe eine großartige Seelenaufgabe, wenn du noch nicht weißt, was es ist, vielleicht hast du ja auch schon eine Ahnung davon, sondern einfach, dass du in dieses Gefühl kommst, wichtig und wertvoll zu sein. Und dafür schließe einmal deine Augen, natürlich nur, wenn du kannst. Atme einmal tief ein, über den Mund wieder aus. Lege da gerne deine Hände auf dein Herzzentrum. Und nun spür dich mal richtig rein. Ja, du hast eine ganz besondere Aufgabe hier. Du hast eine Gabe, du hast etwas zu geben und du bist hier, um genau diese neue Welt, diese Zukunft, die wir uns jetzt gestalten dürfen, mitzugestalten. Du bist ganz, ganz wichtig. Du bist ein ganz wichtiger Teil vom Ganzen. Und fühl dich mal so richtig rein. Wow.
schön, oder? Okay. Du kannst jetzt deine Augen wieder öffnen. Und das meine ich eben, dass wir uns immer klarer machen, uns nicht von irgendwelchen Limitierungen zurückhalten lassen oder von irgendjemandem, nee, das geht nicht, sondern dass wir einfach uns reinspielen, wissen, ja, meine Seele ist nicht einfach so da. Ich habe eine ganz großartige Seele, die uns eine ganz großartige Seelenaufgabe geschaffen hat, die wir jetzt hier leben dürfen. Und hast du jetzt noch Zweifel, dass du hier bist, um etwas ganz Großartiges zu machen? Egal, ob im kleineren Umfang oder im größeren, dass du eine großartige Seelenaufgabe hast und dass du genau richtig bist dafür? Ich glaube nicht, oder? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Und wenn du jetzt wissen willst, was deine Seelenaufgabe ist, weil das ist ja wieder meine Seelenaufgabe, meine Spezialität, können wir das ganz schnell herausfinden. Dafür schau einfach auf meiner Webpage vorbei. Den Link schreibe ich dir natürlich unten in die Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und bist jetzt so richtig neugierig, was deine Seelenaufgabe ist, warum du so wichtig und wertvoll bist für diese Welt. Und jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Love and smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Tschüss.